Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Wie ihr seht, ich bin gerade im Wald unterwegs. Ich mache einen kleinen Spaziergang, um einfach mal ein bisschen Frischluft zu tanken, ein bisschen Sonne zu genießen. Natürlich ist es gerade in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig mit Fotografieren, aber auch so einen kleinen Spaziergang kann man natürlich nutzen, um zu fotografieren. Und als kleine Herausforderung hier im Wald habe ich heute gesagt, okay, ich nehme nur ein Teleobjektiv mit und fotografiere mal nur mit einem Teleobjektiv. Mal sehen, was dabei rauskommt. Viel Spaß! Wie gesagt, ich bin heute im Wald nur mit dem Teleobjektiv unterwegs. Ich denke, ist meine Herausforderung. Normalerweise fotografiere ich ja lieber mit dem Weitwinkel. Aber gerade im Wald, man läuft ja da so einfach durch, sieht so die große Fläche und schaut gar nicht so auf die Details. Und gerade wenn ihr jetzt nur ein Teleobjektiv dabei habt, ist einfach die Herausforderung, auf die Details zu schauen, mal ein bisschen näher ranzugehen, auch mal zu schauen, was sieht man da im Einzelnen, gerade jetzt im Frühling, überall fängt es an zu blühen, die Blätter kommen raus, deswegen dachte ich, probiere ich das jetzt einfach mal aus. Und ich habe mir jetzt hier schon mal eine kleine Stelle ausgesucht. Ich habe jetzt hier im Hintergrund einfach so einen kleinen Trieb, der jetzt frisch aus der Erde gewachsen ist, der wird jetzt auch schon grün, wahrscheinlich ein kleiner neuer Baum, der hier wächst. Und den nehme ich jetzt einfach mal ins Bild. Problematisch ist heute, es ist sehr sonnig, es ist jetzt auch Mittagszeit, das heißt, die Sonne kommt ziemlich stark von oben. Das alles sieht jetzt gar nicht so schön aus, weil es sehr fleckig, die Bäume. Das heißt, ich muss mir jetzt eine Möglichkeit suchen, damit trotzdem ein gleichmäßiges Licht auf dem Motiv ist und das Ganze nicht so fleckig wirkt. So, für das erste Motiv hatte ich ja schon gesagt, habe ich mir jetzt hier diesen Trieb ausgesucht, wo hier frisches Grün dran wächst. Ich will einfach eine Aufnahme machen, um ein bisschen zu zeigen, Frühling, die Natur erwacht wieder. Deswegen habe ich mir jetzt einfach dieses Motiv ausgesucht. Das kann natürlich zum Beispiel auch eine Baumgruppe sein, wo unten frisches Grün rauskommt, wo kleine Sträucher vielleicht noch rundherum sind und da schönes Grün rauskommt. Also da kann man ja unheimlich viel im Wald finden, was man fotografieren kann. Wichtig jetzt bei der Aufnahme, ich hatte das ja schon erwähnt, durch das Sonnenlicht sieht der Wald zurzeit sehr fleckig aus, weil unheimlich viele Schatten im Bild sind. Das möchte ich natürlich nicht im Bild haben, macht die Sache nicht besonders schön, die Aufnahmen. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, gegen das Sonnenlicht zu fotografieren. Ist ja normalerweise nicht unbedingt typisch, dass man gegen das Sonnenlicht fotografiert, hat aber jetzt hier den Vorteil, dass ich alles, was ich auf dem Foto habe, von der Schattenseite aus fotografiere. Und da ich im Hintergrund extra darauf geachtet habe, dass ich jetzt keinen Himmel drin habe, brennt mir auch der Hintergrund nicht aus. Und damit kann ich einfach von der Belichtung ein bisschen höher gehen, von der Belichtungsdauer. Und damit habe ich einfach den Vorteil, dass ich dann schön gleichmäßige Lichtverteilung im Bild habe, auf den Blättern habe, ohne jetzt diese ganzen Flecken, diese Schatten. Ihr seht das jetzt hier auch in der Aufnahme. Ihr habt jetzt hier überall an den Bäumen halt diese unterschiedlichen Schattierungen. Macht das Bild sehr unruhig, das will ich nicht. Deswegen habe ich mich jetzt einfach entschieden, gegen das Licht zu fotografieren, damit ich das von vornherein gleich ausblende. Zusätzlich habe ich jetzt in der Aufnahme noch einen Polfilter drauf gemacht, einfach weil ich noch ein bisschen mehr das Grün hervorheben möchte, dass es noch mehr leuchtet. Der Vorteil ist einfach beim Polfilter, dass ihr ja diese Farben mehr rausholt, weil diese leichten Spiegelungen, die ihr eben noch auf dem Grün habt, filtert ihr damit raus und damit könnt ihr noch mehr die Farben herausarbeiten. Ist genauso, wenn es jetzt gerade geregnet hätte, dann habt ihr auch diese Spiegelflächen durch das Wasser auf den Blättern. Auch ganz tolle Möglichkeit mit einem Polfilter, das alles rauszufiltern. Und dann bekommt ihr richtig schöne, kräftig leuchtende Farben. Also wenn es bei euch vielleicht regnet, mein Tipp, danach rausgehen, Polfilter mitnehmen. Dann könnt ihr jetzt so richtig schön dieses kräftige Grün, was ihr jetzt überall habt, so richtig schön herausarbeiten. Eine weitere Möglichkeit, die ihr natürlich auch habt mit dem Teleobjektiv, ihr könnt Makroaufnahmen, Detailaufnahmen machen, einfach nur so ein paar Blätter, wenn ihr jetzt hier solche jungen Triebe habt. Geht natürlich auch wunderbar, idealerweise, wenn ihr noch ein Makroobjektiv in der Tasche habt oder aber auch Zwischenringe, kommt ihr natürlich noch näher ran. Ich habe jetzt beide Varianten ausprobiert, einmal mit den Zwischenringen, einmal ohne Zwischenringe, einfach nur mit dem Teleobjektiv funktioniert beides. Natürlich komme ich mit einem Teleobjektiv nicht ganz so nah ran, aber auch das funktioniert natürlich. Wichtig ist nur bei der Sache, schaut immer ein bisschen auf den Hintergrund. Wie gesagt, es sollte nichts ausbrennen.
Es ist besonders, wenn ihr jetzt in den Makrobereich reingeht, sehr schön, wenn ihr ein schönes, weiches Bouquet habt. Wenn ihr das nicht so richtig hinbekommt oder das noch weicher zeichnen wollt, habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer Mehrfachbelichtung zu arbeiten. Das heißt, ihr macht ein oder zwei Aufnahmen, wo ihr darauf achtet, dass der Vordergrund alles schön scharf ist, und macht dann noch ein, zwei Aufnahmen dazu, wo ihr absichtlich das Bild unscharf macht. Das heißt also, der hintere Bereich, der in eurer ersten Makroaufnahme schon unscharf war, wird dann natürlich in der Aufnahme, wo ihr absichtlich unscharf stellt, noch weicher gezeichnet. Und damit könnt ihr diese Aufnahmen übereinander legen und bekommt noch ein zusätzlich sehr, sehr weiches Bouquet. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ihr im Wald mal ausprobieren könnt. Idealerweise, wenn ihr ein paar Blüten findet, wäre es natürlich noch schöner. Ich habe jetzt hier bisher leider noch nichts gefunden. Deswegen muss ich leider erstmal darauf verzichten. Das soll es auch wieder von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen bekommen, was ihr vielleicht auch jetzt in der Zeit, wo man ja nicht so viel unterwegs sein soll, trotzdem fotografieren kann, nebenbei gleich noch ein bisschen frische Luft und Sonne tanken kann. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt alle gesund und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Ciao.